Hallo und willkommen! In diesem Video erstellen wir gemeinsam einen Endless Runner in 2D. Du lernst, wie du ein unendliches Level erstellen kannst, die Sprungmechanik erstellst und verschiedene Hindernisse einfügst. Das Beste daran ist, dass dir alle Grafiken, die Scripts und das fertige Unity-Projekt als kostenlosen Download bereitgestellt wird. Somit kannst du den 2D Endless Runner als Basis verwenden und durch deine eigenen Ideen jederzeit erweitern. Viel Spaß und los geht's! Wir starten mit einem neuen Unity-Projekt. Vergeben hier einen beliebigen Namen. Ich verwende hier einmal Endless Runner 2D und wir selektieren hier bei dieser Auswahl 3D, 2D, 2D. Danach klicken wir hier auf Create Project und unser Unity-Projekt wird erstellt. Sobald unser Projekt erstellt ist, importieren wir die notwendigen Grafiken für das Spiel. Ich habe hier die Grafiken schon einmal vorbereitet in dem Ordner Endless Runner. Da haben wir Enemy, Objects, Player, Background und Foreground. Und all diese Grafiken importieren wir direkt in Unity. Dazu per Drag and Drop die einzelnen Dateien direkt hier in den Asset-Ordner ziehen. Hier ist es auch sinnvoll, direkt einen Ordner anzulegen, also Rechtsklick Create Folder. Und diesen Ordner nennen wir einmal Sprites oder Grafiken. Und dann ziehen wir die importierten Grafiken in diesen Ordner. Die von uns verwendeten Grafiken kannst du auch kostenlos herunterladen über den Link in der Beschreibung. Natürlich kannst du auch deine eigenen Grafiken für dieses Endless Runner Projekt hier verwenden. Im vorherigen Schritt haben wir beim Importieren der Grafiken auch die Hindernisse mit importiert. Diese finden wir im Objects Ordner. Da haben wir verschiedene Hindernisse, wie beispielsweise so einen Busch oder einen Kaktus. Und aus diesen Grafiken, die wir hier haben, der einzelnen Hindernisse, da erstellen wir jetzt wiederverwendbare Game Objects. Ziehe dazu nun ein Hindernis deiner Wahl in die Szene hier oben. Also ich nehme hier beispielsweise einmal den Busch hier. Durch die Spielvorschau, also hier bei Game, siehst du dann, wie groß dieses Hindernis innerhalb deines Spiels ist. Hier darauf achten, dass du eine sinnvolle Auflösung selektiert hast, wie beispielsweise Full HD oder hier dieses Standalone. Die Größe der Grafik könntest du jederzeit über das Skalieren-Werkzeug verändern. Beispielsweise hier. Und dann könntest du die Grafik größer oder kleiner machen. Nun soll dieser Busch hier nicht nur einfach eine Grafik sein, sondern ein Game-Objekt, mit dem der Spieler dann auch kollidieren kann. Das heißt für uns, wir nehmen den Busch und fügen eine Komponente hinzu. Hier über Add Component. Und hier geben wir ein Box Collider 2D. Den selektieren wir und dann haben wir hier so einen Box Collider. Im nächsten Schritt fügen wir noch einen Rigid Body hinzu. Diesen benötigen wir dann auch, um festzulegen, wie sehr dieses Objekt den Spieler ausbremst. Und hier bei Constraints kannst du dafür sorgen, dass du die Rotation der Z-Achse einfrierst. Das bedeutet, unser Objekt kann sich dann später im Spiel nicht über die Z-Achse, das ist die blaue Achse, die du hier siehst, der blaue Vektor. Und diese Z-Achse kann sich dann das Objekt nicht drehen, denn das würde dann so aussehen. Okay, nachdem du den Box Collider 2D und den Rigid Body 2D hier hinzugefügt hast als neue Komponente, bist du schon fertig mit deinem ersten Hindernis für unser Spiel. Aus diesem fertigen Hindernis erstellen wir ein Prefab. Das heißt, wir können hier das Game-Objekt Busch nennen und dann erstellen wir einen neuen Ordner, Create, Folder und den nennen wir Prefabs. Wir begeben uns in den Ordner und ziehen diesen Busch hier in unseren Asset-Bereich, in diesen Prefabs-Ordner. Das heißt, dadurch haben wir jetzt ein fertig konfiguriertes Hindernis mit diesem Box Collider und diesem Rigid Body. Das bedeutet, wenn wir später mehrere Hindernisse hinzufügen dieser Art, müssen wir diese Komponenten nicht wieder neu anlegen. Sobald du diesen Prozess verstanden hast, kannst du weitere Hindernisse, die später in deinem Spiel zu finden sein sollen, auf diese Weise erstellen. Also hier im Sprites-Ordner, da ist ja dieser Objects-Folder. Da nehme ich jetzt noch einmal diesen Kaktus und die Box. Du kannst auch zwei Objekte gleichzeitig selektieren. Also einfach die Großschreibtaste gedrückt halten. Dann kannst du hier die beiden selektieren. Und dann über Add Component den Box Collider hinzufügen. Dann hat jedes dieser Elemente diesen Box Collider für die Kollision und einen Rigid Body. Hier frieren wir wieder die Rotation der Z-Achse ein, denn das soll während des Spiels nicht passieren.
wenn ein Hindernis auf den Spieler trifft. Und danach nehmen wir unseren Prefabs-Ordner, da ziehen wir den Kaktus hinein und wir ziehen unsere Kiste hinein. Zum Abschluss kannst du diese Objekte aus deiner Szene entfernen, denn wir haben diese Game Objects jederzeit hier unten als Prefab zur Verfügung. Das heißt, wir könnten die in unsere Szene dann hier einfügen. Kommen wir zum Charakter, den der Spieler innerhalb unseres Projekts steuern wird. Im Ordner Player, bei unseren Sprites hier, da finden wir den Ordner PNG und da ist unser Charakter. Jetzt per Drag and Drop eine dieser Grafiken in unsere Szene ziehen. Ich nehme hier direkt einmal Run 1 und da stellen wir fest, die Grafik ist ziemlich groß. Zumindest verglichen mit unserem Prefab hier, wenn wir eine Kiste haben. Das heißt, wir müssen diese Grafik verkleinern. Wir könnten dies über den Skalierungswert tun, also hier über Scale. Da wir aber mehrere Grafiken haben in unserem Ordner und jede dieser Grafiken eigentlich zu groß ist, werden wir all diese Grafiken in der Pixelgröße ändern. Dazu klicken wir in den Ordner mit unserem Character und hier können wir die Pixels per Unit festlegen. Wenn wir hier die Pixels per Unit zum Beispiel auf 250 setzen, also einen höheren Wert, das heißt, wir haben mehr Pixel per Einheit, somit wird unsere Grafik auch kleiner. Ist die Grafik hier so groß und das passt eigentlich auch zur Kiste. Nun wollen wir diese Einstellungen für alle Grafiken übernehmen, das heißt, wir selektieren auch alle Grafiken. Das kannst du entweder dadurch machen, indem du die erste Grafik anklickst, die Shift-Taste gedrückt hältst, also Großschreibtaste, und dann die letzte Grafik anklickst. Oder über Steuerungstaste und die Taste A gleichzeitig drücken. Wenn wir alle Grafiken selektiert haben, dann hier Pixels per Unit, 250 beispielsweise, und dann Apply klicken, dann wird das übernommen für jede einzelne Grafik, das sehen wir hier. Und schon hat sich unsere Grafik hier oben, die Run-Animation, auch aktualisiert. Eine Animation haben wir hier oben eigentlich noch nicht wirklich, denn wenn ich das Spiel starte oder die Szene starte, dann sehen wir hier nur eine Grafik, denn das ist diese Run-Animation 1. Das heißt, wir löschen jetzt diese Run-Animation einmal, die Box, die können wir hier lassen. Wir nehmen jetzt die erste Grafik der Run-Animation, wieder Großschreibtaste bis zum letzten Clip bzw. zur letzten Grafik hier. Diese ziehen wir dann gemeinsam auf unsere Szene und dann erhältst du auch dieses Fenster gleich mit dieser New Animation. Das heißt, wir gehen hier vielleicht in den Assets-Ordner und erstellen uns da einen neuen Ordner mit Animations und dann vielleicht Player Run Animation, damit wir das später dann auch wieder zuordnen können. Speichern. Dann haben wir hier diese Animation und wenn wir auf Play klicken, dann läuft unser Spieler hier. Du siehst hier jetzt auch, wenn ich auf Play klicke, unsere Animation wird hier abgespielt und die Box fällt nach unten, denn die Box hat bereits eine Erdanziehung durch den Rigid Body. Das heißt für uns auch, die Box könnte mit dem Spieler aktuell nicht kollidieren, denn unser Spieler hat auch noch keinen Box-Collider. Und genau das fügen wir jetzt noch hinzu und dann können wir auf Basis dieses Game-Objects auch ein Prefab erstellen. Also wir selektieren den Spieler, den könnten wir auch gleich hier in der Hierarchie einmal Player nennen. Add Component und hier fügen wir einen Box-Collider 2D hinzu und einen Rigid Body 2D. Hier können wir auch wieder die Freeze Rotation Z-Achse anwenden und wenn wir jetzt auf Play klicken, dann siehst du, es fällt nicht nur die Box nach unten, sondern auch der Character. Der Box Collider ist aktuell noch ein bisschen groß, das heißt, diesen verändern wir noch. Wir klicken den Player an und dann hier über Box Collider, da gibt es Edit Collider, also in dieser Komponente. Und dann kannst du das hier hin und her ziehen. Ich mache das jetzt einmal so. Okay, noch einmal draufklicken zum Speichern. Perfekt, jetzt haben wir unseren Character hier erstellt und nicht vergessen, aus diesem Character erstellen wir auch dieses Prefab per Drag and Drop hier in unserem Prefabs-Ordner und schon haben wir hier unser fertiges Game-Objekt mit allen Einstellungen und allen Komponenten. Und schon haben wir unser fertiges Prefab hier in unserem Ordner, das ist gespeichert und wir können jederzeit mit diesen Komponenten, die wir hier vorher festgelegt haben, unseren Spieler in unsere Szene ziehen. Nachdem du nun sowohl die Hindernisse als auch den Spielcharakter erstellt hast, kümmern wir uns um den Gegner. Im Ordner Enemy, hier bei Sprites, da findest du einen Ordner Female und Male, da kannst du jetzt auswählen,
welchen dieser Charakter du verwenden möchtest. Ich nehme hier einmal Male, diesen Zombie. Und aus den Grafiken des Zombies erstellen wir jetzt analog zum Spieler ein vorgefertigtes Game Object. Das heißt, wir suchen uns da eine Run- oder eine Walk-Animation. Die haben wir hier ganz unten, Walk 1 bis Walk 10. Erst das Bild wieder selektieren. Schauen wir einmal, ob das von der Größe passt. Hier müssen wir auch noch einmal skalieren. Das heißt, bevor wir jetzt die Grafiken einfügen, alle Grafiken selektieren mit STRG A oder erste Grafik selektieren und dann Großschreibtaste und die letzte Grafik anklicken. Dann siehst du hier in Inspector Pixels per Unit. Da geben wir 250 ein und klicken auf Apply. So, nun können wir die Walk-Animation hier auswählen und per Drag and Drop in unsere Szene hier einfügen. Es öffnet sich wieder dieses Create New Animation Window. Wir begeben uns zu unserem Ordner, den wir dafür erstellt haben, hier Animations. Und jetzt nehmen wir hier als Namen vielleicht Enemy Male Walk Animation. Okay, wenn wir auf Play klicken und unsere Szene hier starten, dann fallen die beiden Objekte nach unten. Aber wichtig jetzt für uns, der Zombie, der Gegner, der fängt hier an zu laufen oder zu gehen. Das heißt, die Animation wird also abgespielt. Bei unserem Endless Runner wird es dann so sein, dass unser Charakter hier von links nach rechts läuft und der Gegner hier von rechts kommen wird. Das heißt, der Gegner wird sich nie von links nach rechts bewegen, sondern von rechts nach links. Und daher können wir direkt dieses Flip hier anwenden. Das heißt, wir drehen den Charakter hier, entsprechend der X-Achse. Und genau so, von rechts nach links, wird der Zombie dann hier wandern. Okay, eins dürfen wir nicht vergessen. Zum einen den Enemy vielleicht umbenennen. Enemy Male. Und uns fehlen noch die Komponenten, und zwar der Rigid Body für die Physik und der Box Collider für die Kollision. Das heißt, wir selektieren den Gegner und klicken hier auf Add Component, Box Collider 2D und hier Rigid Body 2D. Hier kannst du dann auch wieder die Rotation der Z-Achse einfrieren. Und nicht vergessen, der Box Collider ist vielleicht ein bisschen zu groß. Das heißt, den können wir hier kleiner machen. Wenn wir nun auf Play klicken, dann sollten alle drei Elemente nach unten fallen. Okay, das wird sich später dann ändern, denn wir werden einen Boden haben, wo diese Objekte platziert werden, also das heißt einen zusätzlichen Box Collider. Nicht vergessen, sobald dein Game Object hier fertig konfiguriert ist, also dein Gegner, dein Enemy, dann solltest du diesen auch als Prefab anlegen. Denn wir werden die Gegner nicht statisch im Spiel platzieren, sondern die Zombies werden genauso wie die Hindernisse im Spiel per Zufall platziert. Das heißt, die erscheinen dann und gehen hier von rechts nach links. Also begeben wir uns dazu in den Prefabs-Ordner, da haben wir die Hindernisse in unserem Player und da ziehen wir unseren Gegner noch hinein. Perfekt. Da das Spiel ohne ein festes Ende sein soll, das heißt der Endless Runner, ist der Hintergrund für unser Spiel essentiell. Denn wir können hier nicht per Hand unseren Hintergrund, den wir hier im Sprites-Ordner haben, einfügen und dann unendlich mal hintereinander kopieren. Zuerst erstellst du dir ein neues Game-Objekt hier in der Hierarchie. Rechtsklick, 3D-Objekt und dann nehmen wir hier dieses Quad. Das eben erstellte Game-Objekt benennen wir gleich einmal um, beispielsweise Background und diesen Mesh-Collider, diese Komponente, die du hier siehst, können wir direkt löschen. Denn dieser Mesh Collider wäre wichtig, wenn wir hier ein 3D-Spiel erstellen. Danach setzen wir die Position des Quads auf 000 zurück. Das kannst du entweder händisch tun, hier bei XYZ 000 eingeben oder auf das Zahnrad klicken und dann Reset. Haben wir hier jetzt unser Quad. Und die Idee dahinter ist jetzt, den Background als Material auf dieses Quad zu legen und das Quad entsprechend der Kamera zu skalieren. Das heißt also, du erstellst dir am besten hier in dem Assets-Bereich einen neuen Ordner, Create Folder, und in diesem Ordner ein neues Material anlegen, Rechtsklick Create Material, Namen vergeben, beispielsweise Background Material. Und jetzt wollen wir diese Hintergrundgrafik aus den Assets auf unser eben erstelltes Material hier legen. Dazu das Material selektieren, hier oben bei Shader anstatt Standard, da wählen wir
Mobile, Particles und dann hier Alpha Blended. Danach sieht auch die Auswahl des Shaders hier anders aus. Das Einzige, was du hier tun musst, ist diesen Select-Button zu drücken. Danach öffnet sich dieser File Picker und hier wählen wir den Hintergrund aus. Background, perfekt. Sobald du dein Material hier mit dem Hintergrundbild erstellt hast, kannst du dein Background-Game-Objekt selektieren, also dieses Quad, und da ziehst du dein Material hinein. Das heißt, du nimmst dein Material hier unten aus dem Assets-Bereich per Drag and Drop und dann einfach in den Inspektor hier ziehen, in den Komponenten-Panel, und schon hast du hier deinen Hintergrund. Wenn wir jetzt auf Play klicken, wirst du sehen, der Hintergrund ist jetzt so klein, aber wir können mit Hilfe eines Scripts dafür sorgen, dass dieses Objekt automatisch auf die Größe der Kamera dann skaliert. Und für diese Skalierung legen wir ein neues Script an. Rechtsklick Create Folder, Scripts Folder, damit das auch organisiert bleibt. Und im Scripts Ordner ein C-Sharp Script. Hier vielleicht den Namen BG Scaler zum Beispiel für Background Scaler. Script öffnen und hier im Script angekommen haben wir jetzt Folgendes vor. Wir müssen hier zuerst einmal die Höhe berechnen und danach die Breite berechnen. Sobald wir diese beiden Werte haben, also das heißt hier Höhe und Breite, können wir dieses Objekt nehmen und neu skalieren. Das heißt, der dritte Schritt wäre dann Game Object Background skalieren. Okay, beginnen wir mit der Höhe. Legen wir dafür eine Variable an, denn die Höhe werden wir dann hier beim Skalieren verwenden. Also, Fließkommazahl und dann hier die Höhe. Und hier nehmen wir camera.main.orthographicSize. Hier finden wir den Hinweis Cameras half size when in orthographic mode. Da müssen wir jetzt einmal prüfen, ob unsere Kamera hier überhaupt im Orthographic Mode ist. Ich selektiere die Kamera und dann siehst du hier Projection Orthographic. Das passt. Aber jetzt darauf achten, bei diesem Orthographic Size, das sehen wir Cameras Half Size. Das bedeutet für uns, um die komplette Größe zu erhalten, müssen wir das mal 2 rechnen. Damit haben wir die Höhe und die Breite bekommen wir über Float Width. Und hier kannst du die Höhe von oben verwenden, mal die Bildschirmbreite durch Bildschirmhöhe. Nachdem du dann Höhe und Breite als eine Variable hier hast, die einzelnen Werte, können wir bei GameObjectBackground skalieren. Da sagen wir Transform Local Scale. The scale of the transform relative to the parent ist gleich neuer Vektor. Hier haben wir x, y, z. Das bedeutet, x wäre die Breite, y wäre die Höhe und z benötigen wir hier gar nicht, denn wir befinden uns in einem zweidimensionalen Raum mit unserem Spiel. Also x ist dann hier die Breite, y ist die Höhe und z wäre hier 0. In dieser Form speichern wir unser Script jetzt einmal. Und diesem BG-Scaler, dieses eben erstellte Script, das fügen wir jetzt an unseren Hintergrund an. BG-Scaler, an den Background. Wir haben unseren Code in der Start-Methode. Das bedeutet, zum Start unseres Spiels, zum Initialisieren des Game-Objekts, wird auch dieser Code hier ausgeführt. Klicken auf Play. Und wie du siehst, unser Hintergrund skaliert jetzt automatisch. Gleiches machen wir jetzt auch mit dem Vordergrund. Das heißt, diesen Background, den könnten wir uns duplizieren. Nennen diesen dann Ground. Und wir erstellen ein neues Material. Und hier bei diesem Ground Material wieder den Shader ändern auf Mobile, Particles und Alpha Blended. Dann kannst du die Grafik hier auswählen. Und hier wählen wir nun die Grafik für den Vordergrund aus. Hier Foreground. Okay. Und danach nehmen wir dieses Ground-Objekt, positionieren das hier weiter unten und überschreiben das Material, indem wir hier per Drag and Drop unser neu angelegtes Material auf unser Game-Objekt ziehen. Wenn wir jetzt auf Play klicken, dann siehst du, der
Vordergrund wird hier genauso skaliert wie der Hintergrund. Und daher begeben wir uns nochmal in das BG-Scaler-Script, dieses hier. Und da starten wir eine Abfrage, if GameObject.name, wenn das der Hintergrund ist, also Background, dann soll das hier passieren. Ansonsten, also beispielsweise beim Vordergrund, soll transform.localscale ist gleich new Vektor 3. Nehmen wir hier einmal die Breite. Bei der Höhe nehmen wir einmal eine feste Höhe, zum Beispiel 2 und die Z-Achse ist ja außen vor, weil wir hier ein 2D-Spiel haben. So, jetzt starten wir noch einmal das Spiel. Und wie du siehst, jetzt haben wir hier unseren Untergrund. Perfekt. Wenn du die Höhe noch ein bisschen anpassen möchtest, könntest du auch dein Objekt hier verschieben. Aber fürs Erste denke ich, das sieht schon mal ziemlich gut aus. Nicht vergessen, dass du zwischendurch auch einmal deine Szene speicherst, also hier Save Scene As und dann einen Ordner anlegst mit Scenes. Machen wir hier einmal Level 01. Okay. Im nächsten Schritt erstellen wir nun eine der wichtigsten Komponenten des Endless Runner, und zwar die Möglichkeit, dass unser Hintergrund und unser Vordergrund hier dauerhaft in einer Schleife von links nach rechts läuft. Denn aktuell ist es so, wenn unser Charakter hier von links nach rechts läuft, sieht man auch anhand der Kamera, dann ist irgendwann der Hintergrund bzw. der Vordergrund zu Ende. Und wir möchten, dass das Ganze in einer Schleife läuft. Dazu erstellen wir uns ein neues Script. Wir gehen hier in den Scripts-Ordner, Rechtsklick, Create C-Sharp Script. Das Script können wir beispielsweise Background Looper nennen und öffnen das Script direkt einmal. Aktuell noch so, also eigentlich leer. Hier legen wir erst einmal eine Variable an, um zu bestimmen, wie schnell sich der Hintergrund bzw. der Vordergrund dann bewegen soll. Public Float Speed. Hier nehme ich einmal 0.1. Aber diesen Wert können wir jederzeit im Inspektor dann festlegen. Danach benötigen wir unser Material, also Private Material. Und wir benötigen ein Offset, denn mit diesem Offset können wir dann das Material anpassen. Das heißt, wir legen fest, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem das Spiel gestartet ist und eben auch der Hintergrund von rechts nach links läuft. Und damit können wir das Ganze dann auch anpassen. Ich denke, das wird gleich klarer. Also wir legen hier noch Vektor 2 Offset an und diesen Vektor setzen wir erst einmal auf 0. Hier in der Startmethode müssen wir das Material einlesen. Welches Material meine ich damit? Das Material, welches am Game-Objekt hängt. Das heißt im Beispiel unseres Backgrounds dieses Material und im Beispiel unseres Grounds hier dieses Material. Das heißt, wir suchen das Material jetzt nicht über GameObject.find, denn wir möchten es so lösen, dass es für beide Game-Objekte funktioniert, dieses Script. Also zurück in unser Script und hier mat, also die Variable, die wir hier angelegt haben, ist gleich getComponentRenderer. Dann befinden wir uns auf dieser Ebene hier und dann können wir aus dem Renderer das Material auslesen. Damit haben wir diese Variable hier zugewiesen und es fehlt noch das Offset. Offset ist gleich Material get Texture Offset Main Text. Wenn wir uns dazu das Material genauer ansehen, da finden wir diesen Wert, also Materials, selektieren das Material und da findest du dieses Offset. Okay, soviel zur Startmethode. In die Update-Methode, da kommt nun hinein dieses Offset.x, denn unsere Grafik soll sich von links nach rechts immer wiederholen, ist gleich Offset x, also den aktuellen Wert, plus Speed mal Time.delta Time. Das ist die vergangene Zeit zum letzten Bild. Okay, und sobald wir diesen Offset x Wert haben, werden wir während des Spiels diesen Wert hier zuweisen. Material Set Texture Offset, Main Texture, und hier übernehmen wir unseren Wert von hier oben, dieses Offset. Speichern und dieses BG Looper und dieses eben angelegte Script, das fügen wir jetzt dem Background hinzu. Also wir verknüpfen das mit unserem Background. Scripts, BG Looper
auf den Inspektor ziehen. Wir klicken auf Play und schauen wir mal, was passiert. Der Hintergrund bewegt sich, also er wiederholt sich hier in unserer Szene. Das Problem ist jetzt nur, der Hintergrund wird verändert, denn es wird die letzte Pixelreihe immer wiederholt. Und das möchten wir nicht. Wir haben ja hier in unserer Grafik, die ist ja als Loop gezeichnet, da möchten wir natürlich auch wieder, dass der Hintergrund, die Berge zu sehen sind. Und hierfür müssen wir die Einstellung der Grafik anpassen. Das heißt, ab in den Assets-Ordner, Sprites, in den Ordner, in dem sich dein Hintergrund befindet, diesen anklicken. Und dann findest du hier im Inspektor den Hinweis Wrap Mode. Und da steht jetzt hier Clamp. Clamp heißt so viel wie einklemmen oder einspannen. Das möchten wir nicht. Wir möchten hier Repeat. Unsere Textur, die wir hier haben, die soll sich einfach wiederholen. Also wir selektieren Repeat und klicken auf Apply. Starten wir unsere Szene und jetzt siehst du auch, unsere Textur wiederholt sich hier. Dadurch musst du dir schon keinen Kopf mehr wegen dem Hintergrund machen. Die Geschwindigkeit, wie gesagt, lässt sich jederzeit anpassen. Dazu auf den Background klicken, dann hier Speed, die Geschwindigkeit verändern. Gleiches machen wir jetzt auch mit dem Ground, denn der bewegt sich hier aktuell noch nicht. Wir nehmen den Ground, an den Ground wieder unser Script, Add Component, da können wir unser Script auch so auswählen, Scripts und dann BG Looper, haben wir auch diese Geschwindigkeit. Wenn wir hier jetzt auf Play klicken, dann siehst du, das funktioniert, aber hier unten wird wieder mit Clamp die letzten Pixel, die werden hier immer wieder dargestellt. Wie gesagt, wenn du diesen Effekt nicht willst, dann hier auf dein Bild klicken, Wrap Mode, Repeat, Apply klicken und schon wiederholt sich die Textur immer und immer wieder. Eine Sache dürfen wir jetzt nicht vergessen, wenn ich jetzt hier auf Play klicke, dann sieht man, die Objekte bzw. die Spieler und der Gegner, die fallen hier komplett nach unten. Daher werden wir den Ground auswählen und diesem Ground, den geben wir noch eine Komponente. Add Component, Box Collider 2D. Denn sobald unser Ground auch diesen Box Collider hat, wird unser Spieler bzw. andere Objekte, die werden hier dann stehen bleiben auf dieser Höhe. Wir klicken auf Play und wie du siehst, schon haben wir diesen Endless Runner Effekt. Sieht aktuell noch komisch aus, denn unser Gegner, der läuft hier nicht von rechts nach links und die Box kommt hier auch nicht auf den Spieler zu. Das bedeutet, wenn wir den Enemy und die Kiste ausblenden würden, dann sieht das schon einmal ziemlich gut aus. Nachdem wir nun diesen Endless Runner Effekt hier haben, werden wir im nächsten Schritt dafür sorgen, dass unser Spieler den Charakter auch springen lassen kann, denn sonst könnten wir hier keine Hindernisse überqueren. Dazu erstellen wir uns einen Button. Hier Rechtsklick, UI Button und der Button soll ungefähr die Hälfte des Bildschirms in Anspruch nehmen. Das heißt, wir klicken hier erstmal auf Canvas, das ist ja dieser komplette Bereich hier. Und hier bei Render Mode, da wählen wir Screen Space Camera aus. Und bei Render Camera die aktuelle Kamera hier, also Main Camera. Schon überlagert dieses Canvas auch unsere Kamera hier. Und bei Canvas Scaler, da verwenden wir nicht Constant Pixel Size, sondern Scale with Screen Size. Hier nehmen wir 1280x720 beispielsweise. Sobald du diese Einstellungen hier hast, einfach mal Doppelklick auf deinen Button, dann wird dieser fokussiert. Und diesen Button, den legen wir jetzt so an, dass er ungefähr die untere Hälfte des Bildschirms hier in Anspruch nimmt. Jetzt nehmen wir diese Ankerpunkte hier und ungefähr 50%. Nachdem du die Ankerpunkte hier gesetzt hast für deinen Button, kannst du hier bei Left Top Right Bottom einfach die Werte mit einer 0 ersetzen und schon skaliert der Button automatisch. Den Text benötigen wir nicht, also hier Text, Rechtsklick, Delete. Den Button an sich können wir unsichtbar machen, also hier bei Farbe den Alpha-Kanal hier auf 0 setzen. Und jetzt erstellen wir für unseren Charakter die Jump-Funktion. Hier erstellen wir ein neues Script, Rechtsklick, Create C-Sharp Script, Player Movement beispielsweise, Script öffnen und jetzt legen wir hier direkt einen Wert fest, wie hoch der Charakter springen kann, also Fließkommazahl Jump Force, am besten direkt auf Public setzen, dann kannst du das auch in deinem Inspektor verändern. Damit wir den Charakter springen lassen können, benötigen wir den Rigid Body des Charakters. Also Private
Rigid Body 2D MyRB. Diesen Rigid Body, den lesen wir auch direkt ein. MyRB ist gleich getComponent RigidBody 2D. Also wir holen uns quasi von unserem Spieler hier diese Komponente RigidBody 2D. Und dies kannst du mit Hilfe dieser Funktion hier tun, getComponent RigidBody 2D. Warum? Weil dieses Script dann direkt am Spieler sein wird. Also es wird direkt mit dem Spieler verknüpft sein. Eine Update-Methode benötigen wir hier nicht. Wichtig ist jetzt eine Jump-Funktion. Also public void jump, die Funktion direkt public setzen, dann kann auch der Button mit der onClick-Methode darauf zugreifen. Also dann können wir die Jump-Funktion dem Button zuweisen. Und hier sorgen wir dafür, dass der Character dann springt. Also myrb.velocity ist gleich new Vector 2. Da haben wir x und y dann. Also diese Werte müssen wir übergeben. Nach vorne soll unser Charakter jetzt erst einmal nicht springen, er soll nur nach oben springen. Siehst du an den Vektoren, der grüne ist die y-Achse. Das heißt für uns, x und y, wir können hier x-Achse 0 und y ist unser Jump Force von hier oben. Das heißt, du nimmst hier am besten den Namen deiner Variable, denn dann kannst du auch verschiedene Werte im Inspektor testen und herausfinden, welcher Wert am besten für dein Spiel passt. Okay, soviel zur ersten Stufe dieses Scripts hier. Jetzt verknüpfen wir dieses Script mit dem Spieler. Player Movement Script, and Component, Scripts, Player Movement. Hier siehst du schon, Jump Force 5. Klicken wir auf Play und du siehst jetzt, hier passiert noch gar nichts, denn wir müssen diese Methode ansteuern. Wir haben ja hier eine Methode angelegt, public void jump. Das heißt, wir selektieren jetzt unseren Button, das Plus klicken und hier das Objekt wählen, an dem das Script hängt mit dieser Methode. Das heißt, in unserem Fall an unserem Spieler, Player, und die Funktion ist hier im Player Movement Script und die Funktion heißt jump. Wir starten das Spiel erneut. Wenn ich jetzt auf den Button klicke, dann springt hier unser Spieler. Perfekt. Abhängig davon, ob du dein Spiel für den PC erstellst oder für mobile Endgeräte, für den PC könntest du natürlich auch eine Tastatureingabe verwenden, also if input get key beispielsweise space, also die Leertaste. Ein kleines Problem haben wir jetzt aber. Ich kann den Button mehrmals klicken und unser Spieler springt hier eigentlich ins Endlose. Das möchte ich gerne vermeiden, daher legen wir hier eine neue Variable an und zwar private bool, ein boolscher Wert, canJump. Diese Variable ist dafür da, um zu überprüfen, ob unser Spieler, unser Character überhaupt auf dem Boden, also mit dem Ground verbunden ist, denn wenn das nicht der Fall ist, dann soll er auch nicht springen dürfen. Also machen wir hier bei jump erst eine Abfrage. Darf Spieler überhaupt springen? Also eine Bedingungsabfrage hier mit if und dann can jump. Also wenn das hier wahr ist, dann machen wir hier can jump false erst einmal. Also wenn wir springen dürfen, dann setzen wir diesen can jump Wert direkt auf false. Dadurch vermeiden wir, dass wir mehrmals springen und diese Veränderung hier der Geschwindigkeit nach oben. Das soll nur passieren, wenn wir auch springen dürfen. Einen Else-Block für wenn wir nicht springen dürfen, benötigen wir hier nicht, denn dann soll auch nichts passieren. Ich klicke den Button und wie du jetzt sehen wirst, wir können überhaupt nicht springen. Und der Grund dafür ist, dass dieses canJump hier automatisch auf false ist. Das heißt, wir könnten hier auch zum Start direkt festlegen, canJump ist gleich true. Wenn wir jetzt auf Play klicken, kann ich einmal auf den Button klicken, aber in Zukunft dann nicht mehr. Das heißt für uns, wir müssen diesen boolschen Wert, dieses canJump, nicht nur zum Start auf True setzen, sondern bei der Kollision mit dem Untergrund. Das heißt, das hier können wir löschen, denn wir machen das ein bisschen klüger. Wir verwenden die onCollisionEnter2D-Methode. Dieses Event wird ja ausgeführt, wenn wir das Spiel starten,
da prallt ja unser Spieler auf den Untergrund. Hier haben wir den Spieler und hier haben wir den Untergrund. Und beide verfügen über einen Box-Collider, das heißt, es entsteht hier automatisch dieses Event. Wenn das hier passiert, dann sagen wir einfach Can Jump ist gleich True. Speichern, wir minimieren unser Script hier und starten noch einmal die Szene. Jetzt sollte es genauso funktionieren, wie wir es haben möchten. Ich klicke hier auf den Button, wir können springen, ich kann aber in der Luft nicht mehrmals springen. Aber sobald wir auf dem Boden sind, kann ich wieder mit dem Charakter springen. Perfekt. Die Werte, wie hoch dein Spieler springen kann, das kannst du jederzeit hier bei Player verändern. Da gibt es ja dieses Jump Force, also ich könnte hier das auch auf 10 setzen, an der Höhe springen, oder auf 8. Viele 2D-Spiele verfügen über eine höhere Gravitation. Dann fällt nämlich der Charakter auch schneller nach unten. Also beispielsweise beim Player, da könnten wir jetzt hier Gravity Scale nicht auf 1 setzen, sondern auf 2. Dann fällt dieser auch schneller wieder nach unten. Das macht das Spiel auch ein bisschen schwerer. Jump Force könnten wir jetzt vielleicht auf 10 sogar setzen. Genau. Nicht vergessen, wenn du die Werte geändert hast, während das Spiel, die Szene hier gestartet ist, dann werden die Werte nicht übernommen. Also wir geben hier Gravity Scale 2 einmal ein und Jump Force machen wir mal 8. Sobald wir die Objekte, die Hindernisse eingefügt haben, können wir dann jederzeit bestimmen, wie hoch unser Charakter springen soll, damit er dann auch die Hindernisse überwinden kann. Im letzten Schritt haben wir dafür gesorgt, dass wir über den Button, also über den Klick auf den Button hier springen können. Ein Problem haben wir aber jetzt noch. Um das genauer zu zeigen, füge ich jetzt hier einmal ein Hindernis ein, beispielsweise diese Box. Teilen wir den Bildschirm einmal, dass wir Spiel und die Szene hier haben. Klicken wir auf Play. Die Box bewegt sich jetzt auch nicht, aber später wird das so aussehen, dass wir hier springen können. Über ein Hindernis beispielsweise oder auf ein Hindernis. Und die Box wird sich ja von rechts nach links bewegen. Das heißt, zum Spiel sieht das dann so aus, wenn wir das fertig programmiert haben. Wenn wir vergessen zu springen, dann wird die Box den Spieler hier nach hinten drängen. Dadurch wäre das Spiel schwerer, denn hier hinten wäre dann eigentlich schon Game Over. Was du aber auch machen kannst, ist, dass der Spieler durch Springen hier wieder nach vorne kommt bis maximal zur Mitte. Und genau das machen wir jetzt einmal. Also das heißt, es geht hauptsächlich darum, dass der Spieler, wenn er springt und nicht in der Mitte ist, hier wieder bis zur Mitte springen könnte. Dazu begeben wir uns hier in unser Player Movement Script. Und hier bei Jump, da fragen wir nicht nur ab, ob der Spieler hier überhaupt springen darf, sondern wir fragen hier auch ab, ist der Spieler oder ist die Position des Spielers aktuell in der Mitte? Also if transform.position, wir möchten die Position des Spielers entsprechend der X-Achse hier wissen. Hier haben wir den Spieler, also wir möchten die Position entsprechend der X-Achse hier wissen. Also hier Position X, wir können die Position auch gleich einmal zurücksetzen, dass das wirklich auf 000 ist. Hier über das Zahnrad, dann Reset. Okay, und da fragen wir diese Position X ab. Also transform.position X, und wenn das kleiner 0 ist, dann Spieler befindet sich aktuell nicht in der Mitte. Ansonsten, also else, Spieler ist in der Mitte. Der Unterschied der beiden ist jetzt, dass wir hier oben, wenn der Spieler sich nicht in der Mitte befindet, dann lassen wir den Spieler hier eine Einheit nach vorne springen. Und dazu legen wir uns eine neue Variable an, denn wir haben hier nur CanJump und JumpForce aktuell. Also legen wir hier oben public float forwardForce beispielsweise als Variablennamen hier an. Und hier bei dieser Abfrage, wir sind nicht in der Mitte, dann sagen wir ganz einfach forwardForce ist gleich ein F, also eine Einheit. Und wenn der Spieler in der Mitte ist, dann darf er nicht weiter nach vorne springen. Also sagen wir hier forwardForce ist gleich 0F.
Wichtig ist jetzt, dass wir diese Bedingungsabfrage, also die Erkenntnis aus dieser Bedingungsabfrage, hier unten in die Manipulation des Characters hier auch einbinden. Denn aktuell verwenden wir hier nur Jump Force und unser Forward Force ist hier eigentlich immer 0, also entsprechend der X-Achse. Das heißt, wir ersetzen dieses 0F durch Forward Force. Danach speichern wir dieses Script und klicken auf Play, dann sehen wir jetzt einmal, was passiert. Ich klicke auf Jump. Aktuell kein Unterschied, denn der Spieler bleibt an seiner Position, entsprechend der X-Achse, hier Position 0. Wie sieht das jetzt aber aus, wenn wir den Bildschirm teilen und ich ziehe die Kiste, so wie das auch dann später sein wird. Wir haben hier die Kiste. Und mit dieser Kiste, da blockiere ich den Spieler, dass dieser ein bisschen nach hinten fällt. Siehst du, während das Spiel hier abgespielt wird, wenn wir den Player selektieren, die Position hier in diesem Transform ist minus 2. Das heißt, in unserer Bedingungsabfrage wird das hier wahr sein und wir haben den Forward Force von 1F. Also können wir jetzt, wenn wir hier in unserem Spiel auf den Button klicken, dass wir springen, können wir auch nach vorne springen automatisch. Und das geht so lang, bis wir in der Mitte sind. Jetzt siehst du, die Position des Spielers ist hier größer als 0 und daher können wir nur auf der Stelle eben hüpfen. Würde ich die Position jetzt verändern, dann springt der Spieler wieder nach vorne. Damit das Spiel nun zu einer Herausforderung wird, werden wir die Hindernisse im Spiel platzieren. Ziehe dazu eines deiner Prefabs auf die Szene und starte dein Spiel. Nehmen wir beispielsweise die Kiste. Wir platzieren die Kiste hier und starten unser Spiel. Wie du siehst, bleibt das Game Object immer an der gleichen Stelle stehen und wir erreichen mit unserem Character einfach nicht das Hindernis. Jetzt ist die Frage, wie kannst du dies nun ändern? Wir sind hier in unserer Szene und mit Hilfe eines Bewegungsscripts für unsere Hindernisse könnten wir dafür sorgen, dass das Hindernis sich hier von rechts nach links entsprechend der X-Achse konstant bewegt. Dazu erstellen wir ein neues C-Sharp-Skript, Scripts, Rechtsklick Create C-Sharp-Skript, Obstacle, dann im Doppelklick öffnen wir das Skript hier und hier legen wir erst einmal eine Variable für die Geschwindigkeit an, also Speed. Da verwenden wir einen Wert von minus 1 einmal. Warum minus 1? Wir möchten ja nicht, dass unsere Kiste hier von links nach rechts wandert, sondern wir möchten, dass die Kiste von rechts nach links sich bewegt. Und dadurch müssen wir hier einen negativen Wert bei der Position dann verwenden. Zusätzlich benötigen wir noch den Rigid Body 2D der Kiste bzw. des Hindernisses an sich. Also Private Rigid Body 2D MyRB und jetzt hier im Startbereich verlinken wir noch den Rigid Body, also die Initialisierung. MyRB ist gleich Get Component Rigid Body 2D. Jetzt fehlt nur noch eine Sache hier im Update-Bereich. MyRB.velocity ist gleich New Vector 2. Dann nehmen wir die Geschwindigkeit. Entsprechend der Y-Achse muss sich das Hindernis hier nicht bewegen, sondern nur entsprechend der X-Achse hier. Wir speichern unser Script und jetzt können wir unser eben erstelltes Script, das Obstacle-Script, auch an unsere Kiste hier anknüpfen. Hier haben wir die Kiste, Add Component, Scripts und das Obstacle-Script. Speed aktuell auf minus 1. Wir starten das Spiel und jetzt siehst du auch, die Kiste wandert hier langsam nach links. Wenn wir die Geschwindigkeit erhöhen, zum Beispiel auf 3 und wir platzieren die Kiste hier außen, wenn wir jetzt auf Play klicken, dann bewegt sich die Kiste hier schneller auf uns zu, können wir draufspringen und weiterspringen. Perfekt! Nicht vergessen, diese Kiste hier ist ja ein Prefab, also ein vorgefertigtes Objekt, hier ein vorgefertigtes Game Object. Das heißt, wenn wir eine Änderung hinzufügen, wie beispielsweise dieses Script als neue Komponente, dann sollten wir hier oben auch Apply klicken, denn dadurch werden diese Einstellungen auch für unser Prefab übernommen. Das eben erstellte Obstacle-Script
das wir auch für die Kiste verwenden, können wir jetzt genauso für unseren Enemy, für unseren Busch und für unseren Kaktus verwenden. Das heißt, wir selektieren den Busch hier, Add Component, Scripts, Obstacle. Selektieren den Kaktus, Add Component, Scripts, Obstacle und hier bei Enemy Mail machen wir das Gleiche. Okay, durch diese Zuweisung kannst du jetzt selbst bestimmen, in welcher Geschwindigkeit das Objekt von rechts nach links sich auf den Spieler bewegen soll. Wenn dir ein Standardwert von 3 bereits gefällt, dann macht es natürlich Sinn, hier im Script per Default, also den Standardwert hier auf 3 zu stellen. Perfekt, nun lassen sich der Busch, der Kaktus oder auch der Enemy hier einfügen und die bewegen sich dann automatisch hier von rechts nach links. Da wir die Hindernisse nicht manuell einfügen möchten, werden wir die einzelnen Elemente direkt spawnen lassen. Wir erstellen zuerst ein leeres Game-Object. Create empty, Obstacle Spawner. Und diesen Obstacle Spawner, den platzieren wir am rechten Ende der Szene, also hier am rechten Rand. Am besten du vergibst hier oben direkt ein Icon dafür. Dann weißt du auch jederzeit, an welcher Position sich dein Obstacle Spawner befindet. Damit nun unsere Hindernisse hier automatisch erstellt werden, also hier automatisch erscheinen und dann von rechts nach links wandern, werden wir ein weiteres Script erstellen. Also Scripts, Create C-Sharp Script, Obstacle Spawner. Und hier legen wir zuerst einmal eine Liste aus Game-Objekten für die Hindernisse an. Also Public, Game Object und jetzt machen wir hier die eckigen Klammern für das Array und das Ganze können wir Obstacles nennen oder auch Hindernisse, wie du möchtest. Das hier ist ja nur der Variablen-Name. Danach legen wir uns noch eine Liste an aus Game-Objekten. Diese Liste nenne ich jetzt einmal Obstacles to Spawn. Ist gleich New List vom Datentyp GameObject. Zu dieser Liste können wir nämlich dann all unsere Game-Objekte, die wir in unserem Spiel haben, hinzufügen. Dafür legen wir eine eigene Methode an. Diese Methode nenne ich jetzt einmal initObstacles. Initialisiere die Hindernisse. Dazu kommen wir gleich. Doch vorher können wir dieses Script einmal an unseren Obstacle Spawner knüpfen. Add Component. Scripts Obstacle Spawner. Da siehst du nun hier diese Obstacles und Obstacle to Spawn. Zur Liste unserer Obstacles können wir jetzt unsere Prefabs hinzufügen. Wir haben hier den Busch, den Kaktus, die Kiste und unseren Enemy. Das heißt, wir haben eigentlich 4 Hindernisse. Anzahl 4. Und dann kannst du nach der Reihe diese einzelnen Prefabs hier verknüpfen. Und auf Basis dieses Arrays aus diesen Prefabs werden wir jetzt unser Script erweitern. Das heißt hier eine Vorschleife int i gleich 0. Und solange i kleiner als Obstacles hier oben Obstacles.length ist, soll das Ganze passieren. Und hier möchten wir GameObject Object ist gleich Instantiate. Wir instanzieren ein neues Objekt. Wir haben also die Liste hier. Und aus dieser Liste instanzieren wir eines dieser Objekte hier an diese Position. Da benötigen wir einen Index, den haben wir noch nicht angelegt. Das heißt, wir legen eine neue Variable an, int index, und hier setzen wir den Index automatisch auf 0. Transform.position, denn wir platzieren das Hindernis, das wir aus unserer Array, aus unserem Array hier haben, das platzieren wir an die Position transform.position, das bedeutet an die Position von unserem Spawner hier. Quaternion Identity. Das ist wichtig beim Instanzieren, das ist im Endeffekt die Rotation. Wir möchten hier nichts verändern, deswegen verwenden wir Identity. Okay,
So viel zu dieser Zeile hier. Und jetzt im nächsten Schritt fügen wir zu unserer List, die wir hier haben, Obstacles to Spawn. Da sagen wir mit dem Add-Befehl, fügen wir das eben erstellte Objekt hinzu. Index um 1 erhöhen, damit wir hier auch irgendwann die Vorschleife wieder verlassen und nicht mehrere Objekte gleichzeitig erstellen. Sollte hier der Index irgendwann, also die Länge, erreichen, dann machen wir hier Index ist gleich 0 und wir starten wieder von vorne. So viel zu diesem Script. Jetzt haben wir das Script ja schon an unserem Spawner. Das heißt, wir klicken hier einmal auf Play und sehen, was passiert. In unserer Szene aktuell werden keine Hindernisse gespawnt. Ja, woran liegt das jetzt? Wenn wir zurück in unser Script gehen, dann sehen wir haben zwar diese Methode, dieses initObstacles, aber diese Methode wird nie ausgeführt. Das Spiel soll ja starten und dann soll es losgehen mit diesen Hindernissen. Das heißt, wir können diese Methode automatisch zum Start ausführen lassen. initObstacles. Das heißt, wir starten hier, Spiel geht los, wir führen diese Methode aus und dann passiert das hier. Wir starten unser Spiel und wie du jetzt siehst, die Obstacles werden alle hier gespawnt in unserer Szene. Das Problem ist nur, dieses Script wird so schnell ausgeführt, dass wir hier die einzelnen Hindernisse nicht hintereinander haben. Das heißt also für uns, zwischen den einzelnen Objekten, also beim Generieren hier, müssen wir definitiv ein Wait for Seconds einbauen, damit die Objekte nicht direkt aufeinander sind, sondern nebeneinander und eine zufällige Zeit dazwischen ist. Unser aktuelles Problem ist also, dass die einzelnen Hindernisse zur gleichen Zeit hier generiert werden und das ändern wir jetzt. Dazu begeben wir uns wieder in unser Script. Hier haben wir das Obstacle Spawner Script. Da erstellen wir jetzt eine neue Methode vom Typ enumerator. Das heißt, innerhalb dieser Methode können wir für eine bestimmte Zeit warten. Random obstacle yield return new wait for seconds. Random range und da machen wir eine Range von 1,5 bis 4,5. Wir werden dann sehen, ob die Zahlen passen in dieser Form. Wir können sie ja jederzeit abändern. Dieses Spawn Random Obstacle, das werden wir jetzt auch verwenden, damit die Objekte, die hier oben erstellt worden sind, aktiviert werden in unserer Hierarchie. Das bedeutet, hier oben werden wir nicht nur das Objekt, also das Obstacle, zu unserer Liste hinzufügen, sondern wir werden auch sagen, Obstacles to spawn i.setActive false. Wenn wir das nämlich tun, klicken wir einmal auf Play, dann siehst du, die einzelnen Objekte werden hier nicht angezeigt, aber sie wurden hier in unserer Liste generiert. Das heißt, wenn wir den Enemy nehmen und ich aktiviere den, dann fängt der zu laufen an. Gleiches auch beispielsweise mit der Kiste, dann erscheint diese. Und hier unten bei Spawn Random Obstacle, wir warten, also warte eine gewisse Zeit, im nächsten Schritt dann aktiviert Hindernisse. Hier können wir dann sagen, int index ist gleich random range 0 bis obstacle to spawn count, also die Anzahl der Hindernisse, die wir haben, eine While-Schleife. Obstacles to spawn index.active in hierarchy. Also wir schauen nach. Hier das Ausrufezeichen ist ja eine Negation. Das bedeutet im Endeffekt, wir überprüfen, ob ein Obstacle to spawn mit dem aktuellen Index in der Hierarchie deaktiviert ist. Das ist ja eigentlich auch zu Beginn der Fall. Also wenn wir die Szene, das Spiel starten, dann siehst du hier grau hinterlegt die erstellten Objekte. Das heißt, die sind aktuell in der Hierarchie deaktiviert. Also die Bedingung wird dann zutreffen. Und wenn das der Fall ist, dann sagen wir hier obstacles to spawn index.setActive true. Sollte das nicht der Fall sein, also sollte ein Objekt, das selektiert wird innerhalb der Schleife, sollte das bereits aktiv sein, dann sagen wir hier index ist gleich random range 0 bis obstacle
toSpawn.count. Also wir generieren dann eine neue Zahl. Und jetzt müssen wir diese Methode auch noch ausführen. Also wir müssen diese Coroutine starten. Wir haben hier zum Start dieses initializeObstacle. Das werden wir jetzt einmal verschieben, und zwar in die awake-Methode. Die awake-Methode startet vor oder beginnt vor der Start-Methode. Das heißt, wir initialisieren hier erst einmal die Objekte und danach führen wir diese Coroutine aus. Die Coroutine haben wir hier. Das bedeutet für uns Start Coroutine Spawn Random Obstacles. Also, Spiel beginnt, das hier wird zuerst ausgeführt, es werden die einzelnen Hindernisse hier zu der Liste hinzugefügt. Danach wird die Coroutine gestartet, das heißt, die Objekte, die deaktiviert werden, die werden nach einer bestimmten Zeit aktiviert und sind somit im Spiel zu sehen. Wir klicken auf Play und testen das Ganze einmal. Hier auf der rechten Seite sehen wir die deaktivierten Objekte, die deaktivierten Elemente. Und wie du jetzt siehst, ganz egal wie oft ich das Spiel starte, es wird immer nur ein Objekt aktiviert werden. Das macht natürlich keinen Sinn. Das heißt, wir gehen zurück in unser Script. Und hier am Ende dieser Coroutine, da führen wir die Coroutine einfach nochmal aus. Also hier der gleiche Befehl, den wir hier oben auch bei Start haben. Dadurch wird dauerhaft in unserem Spiel diese Coroutine ausgeführt und es werden immer neue Hindernisse angezeigt. Klicken wir auf Play. Wir haben hier eine Kiste. Dann haben wir hier einen Busch. Und einen Zombie. Und jetzt kommt der Kaktus. So, wenn wir dieses Script haben, dann ist es wichtig zu verstehen, wir haben hier eine Wildschleife und es wird hier quasi dauerhaft ausgeführt, dieses Aktivieren. Problem ist jetzt nur, wenn wir alle Elemente in unserem Spiel, also in unserer Szene, wenn die bereits aktiviert worden sind. Also hier haben wir aktuell deaktivierten, aber wenn die alle aktiviert werden, dann wird unser Unity abstürzen. Also darauf bitte aufpassen. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir immer Elemente haben, die noch nicht aktiviert worden sind. Ein guter Weg, um das zu gewährleisten, wäre hier direkt zu Beginn bei Init Obstacles, hier bei Länge das Ganze mit 3 zu multiplizieren. Dann haben wir hier zu Beginn direkt auch die dreifache Anzahl an Hindernissen. Damit dauert es schon etwas länger, bis wir die maximale Anzahl hier erreicht haben. Nun wirst du feststellen, dass die einzelnen Obstacles hier, wie beispielsweise die Kiste oder der Gegner, dann sowieso aus dem Bild verschwinden. Das heißt, diese Objekte könnten wir wiederverwerten und hier nach vorne setzen. Also diese wieder deaktivieren, wenn sie hier hinten sind, und dann aktivieren, um sie wieder von rechts nach links laufen zu lassen. Und genau das ist dann auch unser Ziel. Wichtig für dich ist nur zu verstehen mit dem aktuellen Script, wenn hier alle Game-Elemente aktiviert werden, dann wird dein Unity wahrscheinlich abstürzen, denn du hängst dann in dieser While-Schleife fest. Im nächsten Schritt kümmern wir uns nun um die Hindernisse, damit die Hindernisse am linken Bildrand dann auch deaktiviert werden. Aktuell werden sie ja hier rechts dann aktiviert immer, aber wenn die Hindernisse den linken Rand hier erreichen, können wir diese deaktivieren und wieder an die Ursprungsposition zurücksetzen. Dazu erstellen wir uns ein neues Game Object. Rechtsklick, Create Empty. Das beispielsweise Collector nennen, denn dieser sammelt dann die einzelnen Elemente auf. Und an diesen Collector können wir einen Box Collider anknüpfen. Also hier Add Component, Box Collider 2D und hier nach links, da können wir diesen Box Collider positionieren. Danach erstellen wir uns ein neues Script, also Scripts Ordner, Rechtsklick, Create C-Sharp Script, Obstacles, off screen und hier in unser Obstacles off screen Script, da überprüfen wir on trigger enter 2D, collider 2D, other. Diese Methode verwenden wir hier, denn wir setzen unseren Collector, den können wir auch einen Tag geben,
den, denn wenn dieses isTrigger nicht auf true ist, dann werden die Obstacles, die Hindernisse hier am Rand hängen bleiben, weil dieser Collider als ganz normaler Collider dann fungiert. Das möchten wir nicht und daher setzen wir das auf isTrigger und schon können die Elemente hier nach links und wir können diese dann auch aufsammeln. Also isTrigger aktivieren und in unserem Script, da werden wir überprüfen, if other.tag, wenn das der Collector ist, auf dem das Hindernis trifft, dann deaktivieren wir das Hindernis. Also dieses Script hängt an einem Hindernis, wie beispielsweise an einer Kiste. Die Kiste erreicht dann diesen Box Collider hier und erhält die Meldung zurück on trigger enter. Hier in diesem Collider 2D wird der Collider des Collectors hier übergeben, also dieses Objekts. Dann werden wir das aktuelle Hindernis, also die Kiste, deaktivieren in unserer Hierarchie hier. So, damit wir das Ganze jetzt testen können, gehen wir zu unseren Prefabs. Da wählen wir alle Hindernisse aus, also den Busch, den Kaktus, hier dieses Hindernis, also die Kiste und den Enemy, alle gleichzeitig selektieren und dann Add Component, Scripts und dann nehmen wir Obstacles Offscreen Script. Bevor wir das Ganze testen, noch einmal zurück hier. Hier sagte ich ja other.tag, also wir geben dem Collector hier auch noch einen Tag. Du könntest das rein theoretisch auch über den Namen machen. Tag Collector. Dann nicht vergessen, den Collector auszuwählen und diesem den Tag Collector zu geben. Starten wir einmal die Szene. Hier haben wir eine Kiste. Gehen wir zurück in die Szene. Und das siehst du jetzt auch, sobald die Kiste mit diesem Collector kollidiert, wird das hier in der Hierarchie deaktiviert. Dadurch hast du immer deaktivierte Game-Elemente und somit stürzt dann auch dein Spiel wegen der Anzahl der Hindernisse nicht ab. Wichtig hierbei ist jetzt zu verstehen, dass die Position nicht zurückgesetzt wird. Also wenn wir über diesen Kaktus hier springen und er wird durch den Collector aufgesammelt, dann sehen wir hier, bei diesem Element ist die Position minus 8. Das heißt, wir müssen diese Position auf alle Fälle beim Spawn zurücksetzen, denn sonst würde dieses Game-Element aktiviert werden und wäre automatisch wieder hier hinten. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck von diesem Endless Runner. Das heißt, wir gehen zurück in unser Script. Hier haben wir diese Enable-Methode. Und da können wir auch automatisch sagen, Obstacle to spawn index.transform.position ist gleich. Und hier nehmen wir die Position des Obstacle Spawner, also transform.position. Ich klicke auf Play. Da haben wir diesen Busch hier. Und dieser Busch wird dann aufgesammelt. Hier sehen wir aktuell noch minus 8 ist die Position. Jetzt warten wir einen Augenblick und wenn dieser Busch wieder neu generiert wird, dann wird die Position auch wieder entsprechend dieses Obstacle Spawners sein. Hier wird der Busch erstellt und wie du siehst, er läuft von rechts nach links, denn die Position wurde zurückgesetzt. Perfekt. Um das Spiel jetzt noch zu verfeinern, können wir hier beim Aufsammeln der einzelnen Game-Objekte dafür sorgen, dass der Collector weiter nach hinten platziert wird. Denn der Spieler kann hier direkt sehen, wie die einzelnen Elemente verschwinden und das ist meiner Meinung nach nicht sehr schön gelöst. Das heißt, wir werden den Collector weiter hinten platzieren und den Spawner, den werden wir weiter rechts platzieren. Du siehst hier aber auch, durch die Platzierung weiter rechts bzw. weiter links greift hier die Erdanziehung. Das bedeutet für uns, es wäre vorteilhaft, wenn wir den Bereich hier unten ein bisschen größer machen, also diesen Ground ein bisschen größer machen als den Background. Dazu begeben wir uns einmal in den Background Scaler, also in dieses Script. Da haben wir diese Startmethode und in dieser Startmethode diese If-Abfrage, ob das der Hintergrund ist. Wir möchten den Ground verändern, also nicht den Background. Das heißt hier. Und der Breite, da fügen wir jetzt noch, sagen wir einmal, 3 Einheiten hinzu. Also plus 3F.
Jetzt auf Play klicken, dann siehst du sofort in der Szene, der Bereich hier ist jetzt breiter. Das ist ganz gut, denn jetzt können wir den Kollektor weiter außen platzieren und den Obstacle Spawner auch weiter außen. Also hier haben wir den Kollektor und hier den Obstacle Spawner. Das bedeutet, der Spieler sieht hier nicht, wie die einzelnen Elemente hier erscheinen, sondern erst, wenn das Ganze von rechts nach links geht. Perfekt. Im letzten Schritt unseres Endless Runners kümmern wir uns jetzt darum, wann das Spiel zu Ende ist. Zum einen soll das Spiel zu Ende gehen, wenn der Spieler hier auf den Kollektor trifft. Und zum anderen soll das Spiel zu Ende sein, wenn der Spieler hier auf einen Enemy, also auf den Zombie direkt trifft, also eine Kollision mit dem Zombie stattfindet. Dazu erstellen wir ein neues Script. Das nennen wir Game Over. Und in dieses Game Over Script, welches dann am Spieler hängt, da erstellen wir auch wieder eine Void On Trigger Enter 2D Methode. Collider 2D. If other.tag, wenn das der Kollektor ist. Gleiche Logik haben wir ja auch hier im Script Obstacle Offscreen verwendet. Nur hier jetzt mit dem Unterschied, wir werden das Game-Element nicht deaktivieren, sondern unser Spiel ist dann zu Ende. Spiel ist zu Ende. Das heißt, du könntest hier einen Endscreen einfügen, Menü laden, Level neu laden. Ganz egal, wie du es möchtest. Ich werde jetzt hier in diesem Fall das Level komplett neu laden. Dazu verwenden wir diesen Scene Manager, also Unity Engine.Scene Management. Sonst können wir darauf nicht zugreifen und da nehmen wir den Scene Manager.Load Scene und als Zeichenkette, als Name bzw. als Bildindex nehmen wir die aktuelle Szene, also Scene Manager.GetActiveScene.Bildindex. Damit haben wir also schon Möglichkeit 1 gelöst, das wäre die Kollision mit dem Kollektor hier. Nehmen wir das Game Over Script und packen dieses direkt einmal an den Spieler. Also hier Add Component, Scripts, Game Over. Klicken wir auf Play und sehen wir einmal, was passiert, wenn wir mit dem Spieler durch die Objekte hier bis zum Kollektor gedrängt werden. Wie du siehst, das Spiel lädt neu und die Obstacles werden neu gespawnt. Hier haben wir ein kleines Problem mit dem Zombie. Es scheint also so, als ist dieser Obstacle Spawn ein bisschen zu weit rechts platziert. Jetzt sollte das auch mit dem Zombie funktionieren. Ja, perfekt. Nun haben wir in unserem Script ja nicht nur die Möglichkeit, über den Kollektor das Spiel zu beenden, sondern das soll auch passieren, wenn wir mit dem Zombie kollidieren. Der Zombie hat keinen Trigger. Der Zombie hat aber hier, wenn wir mal auf Prefabs gehen, der Enemy, der Zombie, der hat einen Box-Collider. Und darüber könnten wir das Ganze auch auslesen. Das heißt hier, nicht onTriggerEnter2D, sondern wir erstellen eine neue Methode, onCollisionEnter2D. Collision2D, Other. Und diese Kollision, die da stattfindet mit dem Zombie, die müssen wir auch erst einmal herausfinden, dass das eine Kollision ist. Mit einem Zombie ist. Denn es könnte auch eine Kollision mit einer Kiste sein oder mit einem Kaktus oder einfach mit dem Ground, also mit dem Untergrund. Daher gleiches Schema wie oben. Wir fragen hier ab, if other.gameObject.tag ist das ein Zombie? Du könntest hier auch den Tag Enemy verwenden. Ganz egal, wie du möchtest. Wichtig ist nur, dass sich das mit deinem Tag im Unity, also in der Szene, deckt. Also hier ist dann auch das Spiel zu Ende. Daher würde ich sagen, wir legen eine neue Methode an, denn wir werden den Code hier nicht zweimal einfügen. Void Restart Game beispielsweise. Okay, und da kannst du gerne diesen Code hier, für was auch immer du dich entschieden hast, einfügen und somit können wir hier Restart Game ausführen und genauso können wir auch hier Restart Game ausführen. Jetzt ist es nur noch wichtig für uns, hier diese Kollision mit dem Zombie. Wir schauen uns einmal den Enemy genauer an. Also in den Prefabs-Ordner gehen und hier auf Enemy Mail hier den Gegner auswählen. Und der Gegner hat aktuell keinen Tag. Das ist schlecht, denn wir möchten ja hier den Tag auslesen. Und der sollte Zombie sein.
Das bedeutet für uns, wir legen über Add Tag einen neuen Tag an. Wir haben ja hier schon den Collector. Hier sagen wir Zombie. Und nicht vergessen, den Zombie selektieren. Hier, Enemy Zombie Mail und da wählen wir Zombie aus. Wir klicken auf Play. Jetzt müssen wir auf einen Zombie warten und dann können wir die Kollision einmal testen. Hier ist ein Zombie. Wir kollidieren und schon ist das Spiel zu Ende. Perfekt, das funktioniert. An den Zombies kommen wir aktuell mit Springen nicht vorbei. Das heißt, wir könnten beim Spieler die Sprungkraft erhöhen. Hier bei Jump Force vielleicht auf 10. Schauen wir mal, ob das dann geht. Na, reicht noch nicht ganz. Probieren wir den Wert von 12 vielleicht. Ja, das funktioniert. Perfekt. Soviel zu unserem Endless Runner 2D-Spiel. Natürlich kannst du noch viele, viele weitere Funktionen hinzufügen, wie beispielsweise ein Scoreboard, einen Counter, ein Hauptmenü und. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Ciao!